Hast du angemacht? Ja, ja, super. Ja. Okay? Ja. Kein Ei raus oder so. Nee. Komm, konzentrieren, ich hab eben schon drauf geachtet. Es guckt kein Ei raus. Miss Man, zieh dein BH aus, wenn du willst. So, Freunde der Nasra, so, heute ist es soweit. Heute zeige ich euch mal den MLV, meine Frontlautsprecher bzw. alle Lautsprecher in der unteren Ebene von meinem Kino. Alle gleich, aber in verschiedenen Ausführungen. Kurz zu den Eckdaten, der MLV ist ungefähr 1,50 Meter hoch, wiegt 220 Kilo pro Stück, weil der ist komplett aus Stahl gebaut. So. Herzstück vom MLV ist der Waveguide, das Teil hier, und zwar habe ich das komplett aus Alu gegossen. Da kann ich euch auch mal ein Video einblenden. Hier in der Mitte sitzt der Hochtöner. Das ist ein Air Motion Transformer vom Baymer, der TPL 150. Ich würde euch gerne das Chassis zeigen, aber ich habe leider keins mehr, was nicht verbaut ist. Also müssen wir jetzt mit dem vorlieb nehmen. Drüber und drunter, war falsch rum, drunter und drüber sitzen die beiden Mitteltöner, auch von der Firma Baymer, der 6 MCF 200ND. Der sieht so aus, wie ihr seht. Hat er auch einen komplett geschlossenen Korb, das heißt, theoretisch braucht er auch kein Gehäuse dahinter. Das haben wir so beim Center ausgeführt. Die Treiber sitzen quasi nackt im Waveguide drin. Aber den Center zeige ich euch noch in einem anderen Video, zwar nur ein kurzes, weil der genau baugleich ist mit dem hier, nur anders aufgebaut. So. Der Tieftöner ist von PHL. Und zwar ist das der 4021, der ist hier. So sieht das gute Stück aus. Der ist auch gar nicht mal so leicht. Das ist ein 12 Zöller. Und ja, die haben schon ein bisschen Schmack. Es ist eher aus der PA-Abteilung. Die MLV sind aktive Lautsprecher. Das heißt, also die haben ihren eigenen Verstärker an Bord mit einem DSP, auf dem die Weiche aufgespielt ist. Und an dem kann man auch Raumkorrekturen vornehmen. Der Verstärker sitzt hier dahinter, den Turm, den ihr jetzt seht. Da sind Hypex-Module verbaut. Und da zeige ich euch jetzt mal genauer. Hier seht ihr jetzt die Verstärkereinheit. Hier sitzen die beiden Verstärkerplatinen, die haben jeweils 2x 500 Watt. Also eine Platine ist für beide Hochtöner, das heißt jeder Hochtöner hat 500 Watt zur Verfügung. Auf der anderen Platine sitzt der Hochtöner mit drauf, der hat theoretisch auch 500 Watt zur Verfügung, ist aber gedrosselt. Und die anderen 500 Watt teilen sich die beiden Mittetöner. Hier unten sitzt noch ein Lüfter drin, die Kabel sind jetzt noch nicht sauber verlegt, ist noch nicht hundertprozentig fertig. Der Lüfter zieht hier Luft ein und bläst die nach oben, sodass die immer aktiv mitgekühlt werden. Muss man wahrscheinlich nicht, aber sicher ist sicher. Hier seht ihr jetzt die DSP-Module. Und zwar habe ich mir hier schöne Edelstahlplatten lasern lassen. Da sitzen die Module genau drin, sind hier auch verschraubt, sitzen also sicher und halten. Hier sind dann die XLR-Eingänge, die von der Vorstufe kommen. Und hier in dem kleinen USB-Anschluss kann man dann mit dem Laptop dran gehen, um Einstellungen vorzunehmen. Und hier sind halt noch die Kontrollleuchten. Ansonsten ist hier nichts Spektakuläres zu sehen. Hier unten seht ihr noch die Kabel, die führen dann zu den einzelnen Chassis und hier die Stromzuleitung. Das soll nachher halt noch alles mit so einem Kabelkanal abgedeckt werden, damit es sauber aussieht. Aber für den Moment funktioniert es jetzt so mal. So, noch kurz zur Technik. Der Subwoofer sitzt in einem Bassreflexgehäuse. Und zwar der Bassreflexkanal ist gekrümmt. Der läuft also so hier drin und dann so hinter Chassis. Da ist also keine Kante drin. Auch der Ein- und Auslass ist gerundet, sodass man da keine Luftgeräusche hat. Das war es jetzt auch von mir und dem MLV. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Wenn ihr noch Fragen zur Technik habt oder sonst irgendwie was, schreibt ihr mir gerne in die Kommentare rein. Oder lasst euch vielleicht sogar mal bei unserem Forum blicken, www.heimkinoverein.de. Meinen Bauthread von meinem Kino verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Macht es gut. Ja, jetzt aber. Jetzt war es aber gut.